Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Industries of Titan, wo wir jetzt endlich die Energieversorgung für unseren Dingsi hier bauen können. Und dann sollten wir wieder ein paar Citizens ranholen. 8, kriegen wir die unter? Ja. Und dann sollten wir mal schauen. Wir hatten ja hier unsere Energieversorgung. Da können wir jetzt gucken, wie viele weitere Employees wir bauen können. So, 27 von 36. Hey, können wir noch ein paar umbauen. Das heißt aber, wir müssen auch wieder Artefakte sammeln. Sollten wir dann auch tun. Ja, so viel größer ist es jetzt nicht geworden. Schauen wir mal die naheliegenden Ruinen. Vier Artefakte. Machen wir die auch mal weg. Die auch mal. So, und da das Tutorial jetzt vorbei ist, würde ich sagen, sind wir ja ziemlich sicher, dass die Tutorial-Sachen jetzt nicht mehr kommen. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal die neuen Gebäude, die wir noch freischalten können. Zum Beispiel, Fabrik haben wir schon, Storage Facility. Einfach mal um zu schauen, wie das dann aussieht. Ein Lager. Bauen wir mal hier sicher in die Nähe eines Turrets. Damit wir das auch ein bisschen übersichtlicher haben hier. Und machen uns noch ein bisschen Platz. Und sollten dann auch schauen, wenn jetzt hier die Energieversorgung gut läuft nach wie vor, dass wir noch ein paar Einwohner umwandeln. Jetzt haben wir noch ein paar Dingens bekommen. 31 von 36. Okay, da brauchen wir doch nochmal wieder mehr. Dann würde ich Folgendes vorschlagen. Wir basteln als erstes mal wieder kann sein, dass die noch gar nicht drin sind. Also, wir brauchen einen Fuel Fabricator L. Wir basteln das einfach mal so ein bisschen, ne, dass das schön gleichmäßig aussieht. Da kann dann hier die beiden Fuel-Lager voll machen. Und dann einen Energy Generator L. Wieder hier wiederum hin. Und da brauchen wir noch eine Energy Relay S, um das alles miteinander zu verbinden. Aldi, Lidl, Selex, Kombi, weil wir brauchen noch mehr Mitarbeiter. Wir hätten jetzt noch Platz für zwei, ne? Oder sollen jetzt noch 6 umgewandelt werden? Ich bin da immer. Ich bin da immer ein bisschen verwirrt. Jetzt ist Conversion complete. Oder macht er das automatisch? Ich bin da immer noch ein bisschen verwirrt. Wahrscheinlich müssen wir noch weitere bauen. Ich würde das gerne alles ein bisschen zusammen haben hier von der Logik her, dass wir ein bisschen Überblick behalten. So. Und dann haben wir hier jetzt Lager, teilweise ohne Strom. So, 4 Artefakte. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Und hier muss wieder transportiert werden, okay.
Und das müsste jetzt die Stromversorgung gewesen sein. Plus 2 Fuel Usage. Ich hätte gerne immer Fuel auf Reserve, deswegen würde ich gerne noch einen kleinen Fuel, aber das passt nicht hier zwischen, ne? Warte mal. L? Fuel Fabricator L. Ich hätte es einfach gerne auf Reserve halt, weißt du? Fuel Tank L. So. Und dann... Ist das mittig? Nee, ne? Ich hasse es, wenn man ein Spiel nicht mittig bauen kann. So. Gut. Jetzt können wir dran. Ich bin verwirrt. So, wenn wir jetzt eins machen. Ein Artefakt rein. Ich bin verwirrt. Wir machen es einfach mal. Mehr Mitarbeiter kann ja nicht falsch sein. Credits werden auch noch fleißig gesammelt. Sehr gut. So, was haben wir hier? Aha, Standardschrott. Und hier drei Artefakte. Und hier Standard. Und hier drei Artefakte. Zwei Artefakte. Das war ganz schön schlechte. Ich will halt gerne hier bei dieser Fabrikhalle bei. Direkt dann hier den Strom hinpacken. Und da würde ich diese beiden Fabrikhallen gerne verbinden. Ach, das können wir so auch schon machen. Okay. Nee, warte mal. Moment. Moment, Moment, Moment. Warte. Gucken, ob das zusammengeht. Und jetzt brauchen wir da Mineralien. Das ist kaum glaublich, wenn wir so viel gesalvaged haben hier. So, wir schauen mal auf die Energieversorgung, ob das jetzt klappt, wie ich mir das vorstelle. Nämlich, dass wir hier oben jetzt immer so ein bisschen Fuel auftanken, hier die Tanks, genau, es funktioniert. Energie wird auch passend konvertiert. Das ist eine Dampfmaschine oder was? Sollte also passen, da können wir ruhig nochmal riskieren. Oh, gleich kommt der nächste feindliche Angriff. Der wird ja wahrscheinlich wieder repariert werden müssen. So, können wir jetzt alle connecten? Combine 2. Geht immer nur zwei. Könnte der aber auch.
Ja. Guck, ob das an der Energieversorgung liegt, aber ich glaube nicht. Oh. Das war jetzt ein größeres Schiff, wie es aussieht. Aber wir hatten dieses Mal auch zwei... zwei Turrets. Kann immer nur zwei verbinden. Okay. Very well. So, und hier können wir jetzt das gesamte Gebiet auch noch mit abdecken. Ja, die Frage ist immer, ob das dann lohnt, ne? Und dass diese Command Post, dass wir da so viele von brauchen, ist auch ein bisschen krass, eigentlich. So, was haben wir noch? Command Center, Defensive Turret. Office, Conversion Center. Und Residential. Wir sollten das wirklich mal aufteilen, dass es ein bisschen schöner ist, ne? Energy Depot. Stores Energy in the City for Backup. Mhm. Converts Fuel into Energy. Attach to Resource Nodes to Mine Resources does not work with Patches. Okay. Das ist was anderes. So, hier ist unsere... Na? Storage Facility, was storage die denn? Ach, die storage einfach so, da müssen wir gar keine Dings mehr reinbauen. So, und dann hat er gerade gemeckert mit zu wenig Electricity, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir schauen nochmal, Floor 2. Da werden jetzt langsam die Öltanks voll, sehr gut. 34 von 54. Ne? Geht doch alles. Alles gut. Vielleicht habe ich da auch einen Denkfehler drin, ich weiß nicht. So, pass auf, dann machen wir folgendes. Dann machen wir jetzt mal Population Conversion Center. Ah, ist noch nicht in der Beta. Oder was? Ist grau, ist noch nicht in der Beta. Oder wie? Resources, Minerals. Achso, wir brauchen noch Mineralien. Office. Residential. Könnte es auch sein, dass es noch nicht in der Beta ist. Gut, 23. Was tun denn jetzt alle? Sollen wir hier Mineralien sammeln? Haben wir jetzt so viel Lagerhalle hier? Können wir weiter upgraden. 319. Das ist a moderate amount of resources. Sieht aber wahnsinnig aus. Ach so, ja, und die Mission bleibt auch weiterhin, die ganzen Rebellencamps zu beseitigen. Ja, was machen wir denn jetzt? Conversion Center oder Residential? Weil dann können wir das hier rausbauen. Ich hätte das gerne ein bisschen übersichtlich, weißt du? Also Conversion Center ist ja irgendwie das, was wir eher brauchen. Da verbinden wir das auch und upgraden das. Oder machen zumindest ein Doppelding daraus. Wie viel braucht das? 12. War ich nicht geduldig genug? Aber dann können wir das direkt hier drüber machen. Aha! Dann müssen wir das gar nicht mehr da reinbauen. Die Frage ist nur, wenn wir das jetzt connecten, was passiert denn dann?
Und das findet ihr raus in der nächsten Folge von Industries of Titan. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.